Bitburger 0,0, offizieller Partner der ersten Bitburger 0,0 Triathlon Bundesliga, wünscht erfrischende Unterhaltung. Das Bundesliga-Finale der Saison 2019. Die Fans hofften in Berlin auf ein Spektakel und so viel vorweg, es sollte ein großes Spektakel werden. Unter anderem auch dank Patrick Lange. Der Ironman-Weltmeister der Jahre 2017 und 2018 gibt nach 5 Jahren sein Comeback in der Bundesliga für Darmstadt und das über die Distanzen 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Neunzig Athleten aus insgesamt 16 Teams angereist. Die erste Disziplin, also hier im Wannsee, 24 Grad Wassertemperatur. Der Start schon spektakulär, aber dann aufgepasst. Die erste Boje und es zeigt sich, manchmal ist einfach zu wenig Wasser da für zu viele Athleten. Unglaublich, was für ein Gedränge dort an dieser ersten Boje. Die gute Nachricht, alle schaffen es herum und nach 8 Minuten sind die Schnellsten schon auf dem Weg zur ersten Wechselzone. Ganz vorne Wilhelm Hirsch aus Griesheim und Jonas Schomburg. Auch er, der mit guten Chancen bei diesem Rennen nicht nur Punkte für sein Team zu ergattern, sondern auch deutscher Meister zu werden. Die Finals in Berlin ja ausgetragen, insgesamt 10 Sportarten küren ihren deutschen Meister, unter anderem halt auch im Triathlon. Der Blick in die Wechselzone, Patrick Lange übrigens 40 Sekunden hinter der Spitze. Das ist ordentlich für den Mann, der ansonsten deutlich längere Distanzen zu absolvieren hat. Und dann der Weg rein in die Stadt, Richtung Olympiastadion, Richtung Olympischer Platz. Vorne eine Zehnergruppe, unter anderem auch mit Valentin Werns. Jonas Schomburg mit dabei, Lasse Lührs, der Titelträger aus dem Jahre 2018, würde zu gerne hier seinen Titel verteidigen, aber auch Richard Murray, einer der Konkurrenten und er in der Verfolgergruppe. Hier mit Patrick Lange, gut zu erkennen, die beiden Routiniers machen Dampf auf die führenden Herren. Nach gut 13 Kilometern sind sie dann angekommen am Olympischen Platz und dort beginnt auch das Spektakel für die Zuschauer. Hier nochmal der Blick auf die Führenden, dahinter rund 30 Sekunden Rückstand für die Verfolgergruppe. Und dann wird's laut, dann wird's emotional und auch ein richtiges Spektakel für die Zuschauer, die hier schon am Vormittag für eine unglaubliche Atmosphäre sorgen. Die letzten Kilometer also vor Publikum und dann rein in die Wechselzone. Jonas Schomburg und Justus Nieschlag, beide bis hierhin mit einem perfekten Rennen. Und jetzt natürlich der Blick auf den Wechsel. Wir schauen rein. Bei Jonas Schomburg, da sitzt jeder Handgriff, alles geübt, aber dass das auch anders laufen kann, sehen wir jetzt bei Justus Nieschlag. Links, hier, bleibt sein Fuß in den Speichen hängen und plötzlich ist der Zeh ganz weit weg vom ursprünglichen Ausgangspunkt. Das sind Schmerzen, ausgekugelt, er versucht noch in die Schuhe reinzugehen, aber er realisiert, das geht nicht. Was für ein Pech für einen der Top-Favoriten. Einfach ein kleines sportliches Drama. Für einen, der ja auch in Tokio nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen für Furore sorgen möchte. Jonas Schomburg und Valentin Werns sind die schnellsten zu Beginn der Laufstrecke. 2 Runden nach jeweils 2,5 Kilometer gilt es zu absolvieren. Und dahinter Richard Murray aus Buschütten, der Mann, der schon Olympia-Vierter war in Rio. Mit all seiner Routine kommt Sekunde um Sekunde näher an die beiden führenden Herren. Auch Joao Silva aus Buschütten macht sich hier zu Beginn der letzten Runde bemerkbar. Auch er kommt näher heran. Die Frage, gibt es den deutschen Sieg für die Zuschauer oder macht der Routinier hier am Ende das Rennen? Richard Murray geht vorbei an Valentin Werns und auch an Jonas Schomburg. Und somit die Frage, wer von den beiden holt denn den Titel? Joao Silva auf Platz 2. Und die nehmen ein bisschen Tempo raus für den Schlusssport. Während Richard Murray also das letzte Bundesliga-Rennen in Berlin gewinnen kann. Buschütten damit erneut deutscher Meister. Holt sich Valentin Werns im Schlusssport den Titel deutscher Meister in der Einzelkonkurrenz.
Yeah, it was, the swim was very rough. There was a lot of fighting on the. Also das Schwimmen, das war wirklich hart. Also da war unglaublich was los gerade an der ersten Boje. So yeah, the swim was very hard. The bike, I felt really. Das Fahrradfahren war dann völlig okay. Da habe ich mich richtig klasse gefühlt und dann am Ende das Rennen zu gewinnen ist natürlich super. On the run, I felt really strong, so I was happy. Ja, es ist die Formel 1 des Triathlons, so nennt man es ja immer. Es ist Hochgeschwindigkeitstriathlon, schneller geht nicht, spektakulärer geht nicht und meiner Meinung nach arg viel schöner auch nicht. Der Weltmeister des Jahres 2007, Daniel Unger, fasst die Saison passend zusammen und das sind die letzten Resultate. Also Buschütten gewinnt vor dem Team aus dem Saarland und Potsdam das letzte Rennen in der Gesamtwertung. Also der alte und neue Meister kommt aus Buschütten vor Potsdam und dem Team aus dem Saarland. Vierter Rang dann für die Jungs aus Darmstadt. Valentin Berns wird also deutscher Meister, Jonas Schomburg Zweiter und Maximilian Schwedt holt sich Bronze. Es war insgesamt eine Saison mit reichlich Spektakel, mit vier spektakulären Rennen im Kraichgau, in Düsseldorf, in Tübingen und zuletzt hier in Berlin. Wir freuen uns schon auf die kommende Saison, wenn es dann wieder heißt, die erste Bitburger 0,0 Triathlon-Bundesliga geht in die Saison 2020.